Auf den Wunsch einiger unserer Zuseher hin, hier ein kurzes Video zum Thema Auslösemechanismen im Rahmen der Instinkthandlung. Kurze Wiederholung. Damit eine Instinkthandlung überhaupt ablaufen kann, bedarf es immer eines ausreichenden Schlüsselreizes und der inneren Bereitschaft, also einer Motivation. Doch was bestimmt nun, ob ein Reiz auch ein Schlüsselreiz ist? Es muss doch eine Struktur im zentralen Nervensystem geben, die Reize nach ihrer Stärke ordnet und abwägt, ob dieser stark genug ist, ein Verhalten auszulösen. Und genau diese neuronale Struktur, eine Art Filter, nennt man nun AAM, also angeborener Auslösemechanismus. Dieser AAM ist rein erbbedingt, hat also gar nichts mit Lernen zu tun. Es ist ganz typisch, dass diese AAMs nun von Organismen im Laufe ihres Lebens durch die Erfahrungen, die gemacht werden, verfeinert werden. Dann spricht man von EAAM, also dem durch Erfahrung erweiterten Auslösemechanismus. Hierzu ein kurzes Beispiel. Ein Eichhörnchenbaby greift in den ersten Wochen nach der Geburt nach allem, was es in die Pfoten bekommt und nagt es an, völlig wahllos. Im Laufe der Zeit macht es die Erfahrung, was sich lohnt anzunagen, beispielsweise Nüsse und was nicht. Folglich lösen dann nur noch konkret nussförmige Objekte ein Nageverhalten aus, aber nicht mehr beispielsweise kleine Quader, die man ihnen reicht. Also wurde hier ganz offensichtlich der AAM zum EAAM modifiziert. Der letzte Auslösemechanismus ist der EAM, der erworbene bzw. erlernte Auslösemechanismus. Hierbei wird ein komplett neuer Reiz gelernt und dient dann nach dem Lernprozess als Schlüsselreiz. So kann man Fische beibringen, dass es jedes Mal, wenn der Aquariendeckel geöffnet wird, Futter gibt. Und dann kommen sie mit der Zeit auch tatsächlich angeschwommen. Doch dieses Öffnen des Deckels war vorher überhaupt kein Reiz, hatte überhaupt keine Verhaltensbedeutung, sondern wurde komplett neu gelernt. Das ist der Unterschied zum EAAM, bei dem schon ein Reiz angeborenerweise vorlag, der dann durch Erfahrungen erweitert wurde, aber nicht neu, ja quasi erfunden wurde. Ich hoffe, dass es nun klar geworden, was unter den einzelnen Auslösemechanismen zu verstehen ist und würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch sowie ein Abo dalässt. Vielen Dank und bis zum nächsten Video, eure Streberfabrik.